Liebe Kollegen, anhand von dem Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, wie man mit Office, Microsoft, Picture Manager eine einfache Bildbearbeitung durchführen kann. Ich habe hier meinen Ordner mit den dentalen Fotos. Öffne den und sehe da jetzt 4 abgelegte Fotos. Ein Foto ist immer von der Krankengeschichte des Patienten. Ausgehend von dem tue ich mit rechter Maustaste einen Ordner anlegen und nenne den C.L. und noch mit einem Schlagwort, zum Beispiel Unfall. Dann mit der linken Maustaste Shift drückt, tue ich alle Bilder markieren, die ich will, und ziehe sie in den entsprechenden Ordner. Jetzt gehe ich aufs erste Bild, rechte Maustaste, und öffne das Bild mit Microsoft Office. Jetzt habe ich hier mein Bildbearbeitungsprogramm. Das erste Bild möchte ich jetzt drehen. Die erste Funktion ist immer das Drehen. Jetzt dunkelt es mir, ist es noch nicht ganz richtig. Jetzt kann ich noch leichte Drehung geben, indem ich hier auf Drehen und Spiegeln gehe und drehe das Bild noch wenige Grad nach rechts. Der nächste Schritt ist immer zuschneiden. Ich wähle da eigentlich immer das Format 10x15, weil es dem Format von Aufnahmen spricht. Ich zentriere das. Tue das so speichern. Weil es jetzt eine Aufnahme ist über den Spiegel, tue ich es noch spiegeln, und zwar horizontal. Jetzt ist das Bild für mich so fertig bearbeitet und ich tue das speichern. Das nächste Bild von einem Unfall gehe ich genau gleich vor. Ich tue das zuerst wieder drehen. Dann wähle ich zuschneiden, Seitenverhältnis 10x15, wähle das, was ich wollte sehen, so, und auf OK. Das Bild ist jetzt so für mich auch schon fertig bearbeitet und ich speichere das. Jetzt noch das letzte Bild. Eine Implantarkrone auf weißem Hintergrund. Das gefällt mir so von der Drehung. Ich tue jetzt das nur zuschneiden. Wieder das Format. Vielleicht passt das besser im Hochformat. So, gang auf OK. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist da nicht überall ganz weiss. Jetzt habe ich da noch auf Farbe verbessern, gehe daher. Jetzt haben wir gesehen, eine kleine Änderung ist das Bild ganz weiss und auch das lenkt mir so. Vielleicht dunkelt mir da die Farbe ein bisschen zu stark gesättigt, gehe vielleicht noch ganz leicht zurück. Und speichern. Gut, das ist. Jetzt habe ich hier meine gespeicherte Aufnahme. Wenn ich sie drucken will, auf Papier, kann ich das immer noch nummerieren. KG ist immer das 0 bei mir. Und nachher die Bilder, der Reihenfolge, wie sie so die Assistentin drucken. 1, 2
Ja. Und das letzte. So. Das ist es eigentlich. Speichern tue ich jetzt den Ordner. Einerseits auf der externen Festplatte, andererseits in der Cloud, zum Beispiel Dropbox. Und natürlich im Computer selber. So, das ist es. Merci.